In Malaysia ist die erste Infektion einer Schwangeren mit dem Zika-Virus registriert worden. Die 27-Jährige hatte sich offenbar in Singapur mit dem Virus angesteckt, wo bereits 240 Fälle bekannt sind. Am vergangenen Wochenende meldete Malaysia die erste örtliche Übertragung des Erregers. Wir müssen davon ausgehen, dass es mehr Fälle geben wird. Das gilt besonders für Johor Bahru, weil es so nah bei Singapur liegt. Von Zeit zu Zeit werden neue Fälle auftreten. Verhindern können wir dies nur durch persönliche Schutzmaßnahmen und die Kontrolle der Brutstätten der Mücken, die den Virus übertragen. Der Zika-Erreger wird laut Experten nicht nur durch Mückenstiche, sondern auch durch ungeschützten Sex übertragen. Die Weltgesundheitsbehörde riet allen, die aus Zika-Regionen zurückkehren, 6 Monate lang nur Safer Sex zu praktizieren. Das Virus kann bei Kindern im Mutterleib Schädelmissbildungen und Hirnschäden verursachen.